Schönen guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr alle da seid, trotz des Regenwetters. Rechts neben mir steht die Antje-Dina Steckling vom Arbeitskreis Offene Archive und die Frau Hofestädt, Pressesprecherin des BSTU, die auch nachher noch eine Keynote zu uns sprechen wird und auch jetzt gleich begrüßen wird. Herr Jakob wird für den VDA und die Bundeskonferenz der Kommunalarchive noch einige Sätze sagen. Sehr schön, dass Sie da sind. Und ich übergebe es an Antje. Wir wechseln uns jetzt etwas ab mit einigen Informationen, so Technik, WC, WLAN und anderes mehr. Ja, also wie es sich vielleicht schon herumgesprochen hat, fällt die Keynote von Wikimedia leider aus. Aber wir werden zwei der Kurzvorträge nach vorne ziehen, was auch ganz gut ist, weil die Kurzvorträge auch ein bisschen eng waren. Also insofern nur so als Information. Dann gibt es in der Mittagspause Catering draußen. Das wurde ja teilweise auch schon aufgebaut. Die Getränke dazu, genau. Normalerweise sind die Getränke umsonst, aber bei der Mittagspause müsste man bezahlen. Genau, während das Mittagessen frei ist sozusagen, das ist ja die wichtigere Information dabei. Genau, überlasse ich dir. Genau, morgen Mittag gibt es auch nochmal etwas für zwischen die Zähne, also ich glaube, ihr seid versorgt, also gerade wegen dem Barcamp nicht ganz unwichtig, dass wir sozusagen hier so einen Treff haben über die Mittagspause. Es gibt auch Kaffeepausen, heute Nachmittag nochmal eine vor den Kurzvorträgen, wenn ich es richtig sehe, inklusive Kuchen und morgen am späten Vormittag nochmal eine Kaffeepause, also vor dem Mittagessen, ganz grob gesagt. Genau. Genau. Heute Abend gibt es noch die Möglichkeit, vor der Abendveranstaltung zwei Führungen mitzumachen. Die Listen hängen unten aus. Die Teilnehmerzahl der Führung ist leider begrenzt. Allerdings gibt es die Möglichkeit, in Haus 7 gegenüber die tolle neue Ausstellung des BSTU zu besuchen, was man halt sehr als Alternative empfehlen kann. Ja. Genau, dann das Barcamp gibt dann die Möglichkeit, verschiedene Räume zu sehen. Nicht nur hier, also wir haben für das Barcamp insgesamt 4 Räume eingeplant. Der große Saal natürlich, Haus 22. Der Nebenraum hier für kleinere Sessions und drüben im Haus 7, so schräg gegenüber, wo auch der Schriftzug Stasi-Unterlagenarchiv zu sehen ist, also eigentlich nicht zu verfehlen. Im Erdgeschoss und im vierten Obergeschoss 2 größere Seminarräume, die eigentlich da wunderbar passen. Wir haben für das Archivcamp eine größere Gruppe von Leuten aus dem Arbeitskreis Offene Archive rekrutiert sozusagen, die das Ganze organisieren, die auch moderieren werden und euch auch letztlich zu den Räumen führen werden am Anfang, dass da niemand verloren geht und so weiter. Das ist uns ja auch wichtig. Genau. Catering, Kaffeepausen. Es wird hier, das wurde ja schon bemerkt, es wird auf jeden Fall, also das, was hier vorne passiert, wird mitgeschnitten auf Video und das sieht man ja. Wir haben also die netten Kollegen, die das machen, verteilen eine Erklärung für alle, die hier vorne stehen, die auch auf jeden Fall unterschrieben werden sollte. Habe ich das jetzt falsch gesagt? Du guckst unglücklich. Nein. Okay. Also nur zur Information. Unten ist auch nochmal eine Information am Tagungsbüro, dass Fotos gemacht werden. Wer das nicht möchte, sollte sich auf jeden Fall melden und das sagen. Genau, das WLAN-Passwort ist nicht ganz unwichtig. Das WLAN funktioniert jetzt. Das WLAN namens Offene Archive hat das Passwort Tagung 2019 T großgeschrieben, sonst alles zusammen. Es gibt noch eine Alternative, die nennt sich Revolution und Mauerfall und ist von draußen sozusagen freies WLAN. Das wirkt auch hier rein, also eigentlich sozusagen zwei freie Netze, die wir da haben. Toiletten, genau, wird schon angesprochen, muss man aus dem Gebäude raus. Das ist dann ausgeschildert ums Gebäude rum. Da geht auch nachher noch ein Tweet rum oder ist vielleicht schon mit dem Foto sozusagen der Schilder und so weiter. Oder im Haus 7, da sind natürlich auch Möglichkeiten dafür.
Genau, unser Tagungsbüro unten ist den Vormittag über besetzt. Wenn Fragen sind oder irgendwelche Probleme auftreten, gern jederzeit sich an die Kollegin unten wenden. Die Schilder, diese Dinger hier, die dann, wenn ihr geht, hoffentlich erst morgen oder teilweise auch heute, dann bitte wieder zurückgeben. Das ist noch eine Bitte letztlich. Ja, abschließend wollen wir natürlich vor allen Dingen für den Arbeitskreis Offene Archive uns bedanken. Also in erster Linie erstmal beim Gastgeber, wo wir sehr begeistert sind vom BSDU. Also wir sind sehr zufrieden und auch die Zusammenarbeit läuft wirklich extrem gut. Dann natürlich bei den weiteren Unterstützern, beim VDA, bei Wikimedia, Digis und alle beteiligten Archive. Ja, wir haben auch, wie ja viele schon gesehen haben, im Vorfeld Aussteller. Ohne Sponsoring geht nichts. Stichwort Catering. Die auch diesmal ein kleines Ausstellerforum haben werden. Da bedanken wir uns natürlich auch. Einen großen Dank, das haben wir ja gerade schon gesagt, das sind alles Mitglieder des Arbeitskreises, geht an das Archivcamp-Team. Genau, und ich denke, wir sind jetzt soweit mal durch mit unseren Hinweisen. Wenn noch was zwischendurch ist, melden wir uns natürlich. Und wenn Fragen auftauchen oder Fragen gestellt werden sollen, dann gerne auch über Twitter. Also das wird beantwortet. Der Thomas Wolf hat den Blick drauf und andere auch, denke ich. Die Fragen werden auch bei den Keynotes, bei den Vorträgen und so weiter sozusagen hier nach vorne gebracht. Das sollte schon korrespondieren. Und sozusagen auch die Tweets, Tweet-Fragen sollen beantwortet werden, gar keine Frage, auch die von außen natürlich. Ja, jetzt sind wir durch und geben an die Frau Hofestadt weiter. Dann nehme ich gleich das Mikrofon. Dann gern auch von mir, stellvertretend für den Gastgeber, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und auch ganz namentlich von Herrn Jahn, der heute Abend hier sein wird zur Podiumsdiskussion, aber heute Vormittag, diese Woche ist vollgepackt mit Terminen in Schwerin ist, aus anderen Gründen dort. Wünsche Ihnen aber auf jeden Fall eine super Tagung. Ich würde Sie gerne einfach kurz auch nochmal begrüßen hier an diesem historischen Ort. Wir sind in Haus 22. Hier, wo Sie alle sitzen, hat vor ja gerade noch mal 30 Jahren, ein bisschen früher schon, 30 Jahre oder 29 Jahre und 10 Monaten, die Stasi gesessen. Dies war ein Ort, an dem die höherrangigen Offiziere ihre Veranstaltungen gefeiert haben, wo die Parteileitung sich getroffen hat, um ihre monatlichen Besprechungen zu machen und wo sehr spezielle Menschen eingeladen wurden, um der Stasi zu erzählen, wie man besonders gut Spionage betreibt. Also das ist ein Ort, in unserem Archiv gibt es dazu eine Videoaufnahme, wo der britische Spion oder Doppelagent Kim Philby hier gestanden hat 1981 und der Stasi erzählt hat, wie man als sowjetischer Spion bei dem britischen Geheimdienst MI6 eine gute Rolle abgibt. Also es ist ein sehr historischer Ort, auch umgeben von dem, was in 40 Jahren Ministerium für Stadtsicherheit hier gewachsen ist, inklusive aber auch, und das werden Sie bei den Führungen dann sehen, eines tatsächlichen Archivbaus. Die Stasi hat 1984 hier einen Archivbau hingesetzt, einen der wenigen für Archivzwecke gebauten Bau, um ihre riesige Hinterlassenschaft dort abzulagern. Und wir nutzen dieses Gebäude bis heute, hat sich ein bisschen verändert seit damals, aber es ist der Originalarchivort des MFS, der hier in Berlin in der Zentrale noch zu besichtigen ist, wie viele andere Gebäude auch, die seit den 50er Jahren in verschiedenen architektonischen Phasen der DDR hier entstanden sind. Und Mitte der 80er Jahre haben wir ungefähr 7000 hauptamtliche Mitarbeiter des MFS gearbeitet. Insgesamt waren es über 90.000 hauptamtliche, die in 15 Bezirksverwaltungen und 209 Kreisen Dienststellen flächendeckend einen Geheimdienst und eine Geheimpolizei in der DDR ausmachten. Also toll, dass Sie heute hier sind, dass wir diese Akten geöffnet bekommen haben und uns darüber austauschen können, über vieles mehr, was Archive auch noch bedeuten, was offene Archive bedeuten in der Gesellschaft. Und weil ich gleich selber die Keynote erzählen werde, würde ich jetzt bitten, den VDA Kollegen nochmal seine Begrüßung zu übernehmen, damit Sie nicht zu viel von mir hören. Wer kann dieser freundlichen Einladung widerstehen? Ich nicht. Vielen Dank, Frau Hofestadt. Ich darf Sie auch
Ja, als Hausherrin hier im Namen des VDAs ganz herzlich begrüßen, liebe Mitglieder des Organisationsteams von Tagung und Archivcamp, sehr geehrte Referentinnen, liebe Fachkolleginnen, das ist immer dieses große I, ich weiß nicht, wie man das betonen sollte, damit das politisch korrekt rüberkommt. Meine ersten Worte möchte ich bewusst an das Organisationsteam und die Partner des VDAs bei der Organisation der Tagung richten. Herr Kemper, als VDA sind wir Veranstalter, nicht Unterstützer der Tagung. Das ist uns ganz wichtig, dass wir hier als Veranstalter auftreten können, denn es entspricht schlussendlich unserem Leitbild. Lebendigen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, sich an Fachthemen abarbeiten zu können, mit den Kollegen in die Diskussion zu gehen, nicht nur fertige Ergebnisse zu hören, und ich glaube, das ist das Beste an einer Tagung, wenn man auch mal Problemstellungen mitnehmen kann, wenn man von anderen hört, wie sie sich mit einer Sache auseinandergesetzt haben, wie sie dann entsprechend für sich Lösungen entwickelt haben, Wege gefunden haben, um für das jeweilige Archiv das entsprechend Beste zu finden. Jetzt nochmal auch mein Dank als VDA an die BSTU. Ich darf die Kurzformal verwenden, obwohl wir alle wissen, nach 30, 40 Jahren sind die meisten Abkürzungen schon wieder schwierig in den Akten zu verstehen. Wenn ich jetzt TGL als Abkürzung sage, werden wenige hier im Saal das für uns auflösen können. Die Lächelnden wissen, was gemeint ist. Also liebe BSTU, Ihre Bereitschaft, die Tagung hier an einem für das deutsche Volk so schicksalhaften Ort durchführen zu können, lässt mich die Überzeugung gewinnen, dass es sich im Sinne eines demokratischen Rechtsstaates kaum einen geeigneteren Ort für unsere Konferenz offener Archive gegeben hätte. Die gut vernetzten Aktivitäten der heute Aktiven, sei es im Sinne eines klassischen Vortrags oder der aktiven Teilnahme am Archivcamp, lassen das Leitbild des Verbandes lebendig werden. Haben Sie herzlichen Dank für die Kooperation mit dem Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare. Den Referenten an dieser Stelle nochmal ganz herzlicher Dank für Ihre Bereitschaft, mit uns in Kontakt zu treten und mit uns zusammen an den Themen zu arbeiten. Begrüßen darf ich Sie, und Herr Kemper hat es schon angedeutet, Kollege Stumpf als Leiter der Bundeskonferenz der Kommunalarchive, kann am heutigen Termin nicht teilnehmen. Er bedauert dies außerordentlich, und das Bedauern kann nur noch mal unterstrichen werden. Er hat bereits das Hotel gebucht. Er wollte ja wirklich heute früh ganz sicher anreisen und mit Ihnen zusammen die Tagung verbringen. Er lässt Sie alle grüßen, das richte ich gerne aus, zumal ich persönlich Mitglied der BKK bin, für das Stadtarchiv Halle, für das, naja, noch nicht ganz benachbarte Bundesland Sachsen-Anhalt, also da ist ja noch Brandenburg dazwischen, aber das gilt jetzt auch mal als benachbart. Die Bundeskonferenz ist das zentrale Gremium der Stadt- und Gemeindearchive in Deutschland, in der Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern vertreten sind. Die Leitaufgabe, übrigens im ersten Entwurf des Grußwortes stand hier noch die Hauptaufgabe. Ich glaube, vor 30 Jahren in diesem Saal wäre die Hauptaufgabe etwas ganz anderes gewesen. Also die Leitaufgabe, die sich die Bundeskonferenz gestellt hat, ist es, wichtige Themen für die Kommunalarchive zu diskutieren. Von den Unterausschüssen der Bundeskonferenz werden regelmäßig Positionspapiere und Empfehlungen erarbeitet und online gestellt. Sie sollen den Archivarinnen und Archivaren bei der täglichen Arbeit helfen, quasi ein Rüstzeug geben. Viele, die ja häufig in den einzelnen Einrichtungen in Ein-Mann-, Ein-Frau-Archiven arbeiten. Vor 2 Jahren ist, glaube ich, hier in Berlin dieser Klassiker der Abkürzung mal geprägt worden, das Ein-Mann-Archives, der Ein-Frau-Archive. Der Unterausschuss für historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hat dabei 2015 bereits eine Handreichung zum Umgang mit sozialen Netzwerken im Bereich der historischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Archiv erarbeitet. Es wird Sie nicht überraschen, dass das Papier den Einstieg bzw. den Einsatz von Social Media im Archiv klar empfiehlt. Ich zitiere hier nur einen, wenn ich auch meine entscheidenden Satz.
Das Internet hat Möglichkeiten eröffnet, von denen Generationen von Archivarinnen und Archivaren nur träumen konnten. Der digitale Dialog mit dem Nutzer hat durch die archivspezifischen Recherchesysteme das Betreiben einer Homepage oder per Mailing längst stattgefunden. Dabei war es stets der Anspruch der Archive, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und bildungspädagogische Impulse für die Gesellschaft zu setzen. Zur heutigen Realität gehört, dass die Gesellschaft in den sozialen Netzwerken agiert. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne darf ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der heute beginnenden Tagung einen inspirierten Verlauf wünschen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.